Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück auf dem Place Ross, auf einem der vielen Plätze in Illumina City, meine Freunde. Willkommen zurück zur Pokémon MVP Nuzlocke Challenge. Heute wird's spannend. Ich musste tatsächlich nochmal in die Gesamtlösung reingucken, weil ich einfach überhaupt keinen Plan mehr hatte, wo ich war. Und mir absolut entfallen war, dass wir im letzten Part einen Liftschlüssel bekommen haben, den wir logischerweise hier einsetzen müssen, um ins zweite Untergeschoss zu kommen. Tja, das passiert, wenn man 4, 5, 6 Tage nicht mehr aufnimmt, ne? Auf jeden Fall, willkommen zurück. Ein, zwei kleine Worte, bevor wir hier weitermachen. Ihr seht, ich habe einen kleinen Hintergrund für euch hergerichtet, ne, für die Videos. Das sind, by the way, alles Gegenstände, die ich von euch bekommen habe. Jede Plüschfigur, jede TGC-Karte, sogar hier der fucking Phönix von Dumbledore und die Karte des Rumtreibers und der Trimagische Pokal und alle Arenaleiterorden und so weiter. Also ich habe da ganz, ganz viele coole Sachen, die ihr mir über die Jahre geschickt habt, ausgestellt, damit ihr die sehen könnt. Und einfach, ich dachte, das sei ein anständiger, schöner Hintergrund. Besser als eine weiße Wand auf jeden Fall. Aber keine Sorge, da wird bald wieder ein Greenscreen dahinter kommen. By the way, an der Stelle möchte ich euch gleich mal fragen, stört euch dieser Hintergrund? Braucht ihr einen Rahmen darum? Oder wünscht ihr euch einfach den Greenscreen zurück, um quasi wieder den normalen Hintergrund zu haben, so wie wir es gewohnt sind? Oder findet ihr vielleicht das sogar schöner? Also ich habe auf jeden Fall geplant, mir noch einen Greenscreen dahin zu machen, um vielleicht das in den Streams zu verwenden und so Greenscreen oder keine Ahnung wie. Wir werden sehen, Freunde, aber ihr dürft mir super, super gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, denn ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt so Greenscreen-Fans seid oder ob sowas euch vielleicht auch ganz, ne, ganz gelegen kommt. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Alright, meine Freunde, anderes Update. Ich habe, by the way, für meine beiden Bildschirme habe ich mir so Untersetzer gekauft. Ihr merkt wahrscheinlich in den letzten Videos oder vor allem seit einer geraumen Zeit, dass ich immer wieder diese Moves hier mache, ne, irgendwie sowas. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich, seit ich Vollzeit-YouTuber bin und praktisch nur noch am PC sitze, massive Nackenschmerzen bekomme. Denn der Bildschirm war immer sehr weit unten und ich habe halt immer den hier gemacht, ne, von der Seite halt das. Und das geht übel in die Nackenmuskulatur rein und das bringt heftige Verspannungen und Schmerzen und Versteifungen und so weiter. Seit ich die hier habe, ne, kann ich ein bisschen näher an das Ganze ran und dann sitze ich auch so. Als kleine Entschuldigung, weswegen ich jetzt wahrscheinlich einfach viel näher am Bildschirm sein werde, weil normalerweise bin ich ja ungefähr so, keine Ahnung. Aber jetzt, naja, werde ich das eben ein bisschen umändern, umstrukturieren, einfach damit ich in Zukunft keine fucking Beschwerden mehr habe. Also ein paar kleine Neuerungen zur Webcam oder zur Facecam, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Und dem Studio und den, dem ganzen Layout und so. Aber bitte, wie gesagt, bitte schreibt mir eure Meinung in die Kommentare betreffend des Hintergrunds. Ich persönlich, ich finde es ganz cool, ich finde es ganz schön, aber es kann doch sein, dass viele von euch den Greenscreen präferieren, was ich noch nie rausgefunden habe, ehrlich gesagt. Herausforderer von Florilis, hör mir zu! Damn. Diese Geschichte hat sich vor langer, ja sehr langer Zeit zugetragen. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, die eine tiefe Freundschaft verband. Was meinst du, Floyd? Das ist er? Das ist der Junge? Okay. Die Zeit, in der die beiden lebten, was brach ein Krieg aus oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht geschickt. By the way, ich liebe die Musik und ich liebe den Style of Art oder die Artworks und so weiter. Und ich liebe auch die Geschichte. Einige Jahre vergingen. Oh je. Schließlich erhielt der Mann eine kleine Kiste mit den Überresten seines Pokémons. Na, ich meine, wenigstens hast du Überreste bekommen. Das ist ein ziemlich gutes Item. In seinem Herzen brannte der Wunsch, seinem geliebten Pokémon das Leben zurückzubringen. Oder zurückzugeben.
Sowas wie ein Wunschtraum. Tja, was für ein Zufall, dass Fluet diese Attacke sogar beherrscht. Also entwickelte der Mann eine Maschine, der die Toten zum Leben erwecken konnte. Was, in einer Nuzlocke? Sowas wie ein Beleber? Pff, wo sind wir denn hier? In einem Videospiel? Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint. Oh, das bist du! Guck mal! Doch der Schmerz saß tief in seinem Herzen. Und in seiner Brust tobte immer noch der Zorn. Yo Leute, wisst ihr, wie gerne hätte ich eine AZ-Fluet-Plüschpuppe? Aber das Pokémon wurde ja nie offiziell released, oder? Es ist ja nicht Teil des Pokédexes und auch kein offizielles Pokémon. Trotz, dass es im Spiel implementiert wurde. Das heißt, es wird nie AZ-Fluet-Plüschfiguren geben. Das macht mich traurig. Das einzige Pokémon, was es nicht gibt. Was es eigentlich gibt. Und so baute er sich die Maschine zur ultimativen Waffe um und vernichtete alles. Ja, normalerweise baut man sich auch Wiederbelebungsmaschinen in Waffen um, ne? Sowas wie ein Defibrillator, ne? Ist eigentlich eine Maschine, um wiederzubeleben, aber man kann sie auch als Waffe benutzen. Der Mann erhob sich zum selbsternannten Boten der Zerstörung und vernichtete alle Pokémon. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Du armes kleines Ding. Es wusste, dass es sein Leben einzig den Opfer unzähliger anderer Pokémon verdankte. Wie funktioniert das? Hat er die anderen Pokémon geopfert, um sein Pokémon wiederzubeleben? Weil es fand ja in anderer Reihenfolge statt, oder? Das wiederauferstehende Pokémon beendete die Freundschaft zu ihm und verschwand. Gibt es dazu Lore oder einen Film? Ich würde nämlich gerne mehr über AZ und sein Fluet und die ganze Waffenthematik und den Krieg und so wissen. Gibt es da vielleicht den Pokémon XY in der XY-Staffel? Gibt es dazu Informationen? Also mehr zur Hintergrundgeschichte von Pokémon X und Y? Das würde mich mega interessieren. Das dürft ihr ebenfalls in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Würde ich mich gerne mal einlesen, weil die Geschichte scheint echt ausnahmsweise in der fucking Pokémon-Historie mal spannend und interessant zu sein. Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen. Es wird alles nur wieder vergehen. Oder willst du denselben nicht enden wollenden Schmerz spüren, den mich schon so lange plagt? Naja, wenn er die Waffe betätigt, dann werde ich sterben. Dann werde ich gar keine Schmerzen mehr haben. Das ist AZ. Er hat denselben Namen wie ein König, der vor 3000 Jahren regierte. Er hatte den Schlüssel zur ultimative Waffe um seinen Hals hängen. Warum auch immer. Naja, weil er vielleicht der König ist. Endlich ist es soweit, folge mir. Warum kann ich den Jungen jetzt eigentlich nicht aufhalten, ha? Ich habe ihn vorhin in einem Pokémon-Battle besiegt. Warum kann ich nicht sagen, halt, stopp! Flordelis, rück den Schlüssel raus. Ich befreie jetzt diesen AZ-Boy. Der, by the way, hinter Gittern sitzt, die elektrisiert. Also normale Gitter nicht gereicht für den Jungen. Die müssen natürlich elektrisiert bzw. mit Strom durchflutet werden. Ansonsten würde er die wahrscheinlich verbiegen, ne? Weil er ja auch 3 Meter groß ist. Warum ist er eigentlich so riesig? Ich dachte eher, Menschen in der Antike waren kleiner als die Menschen von heute. Das ist sehr interessant. Okay, wir haben ein weiteres Untergeschoss zur Verfügung, Freunde. Warte mal, ich dachte, die legendären Pokémon seien irgendwo anders. In Chromalexia, oder? Oh, das ist die Kacke mit dem Knochen. Oh ja, Lil. Oh, warte mal. Die Pokébälle, die wir geklaut haben, irgendwie sowas, keine Ahnung, mehr konnte ich nicht weiterlesen. By the way, sorry Leute, falls ich hier gerade irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich auszudrücken, ist es das erste Video der Session und es ist noch früh am Morgen, ich hatte gerade meine Fahrstunden, alle anderen pennen wahrscheinlich noch, ich könnte ehrlich gesagt auch ein bisschen Schlaf gebrauchen, nachdem gestern das WM-Finale war und wir noch bis um 1 Uhr oder so Scrabble gespielt haben, aber ich gebe mein Bestes, ich habe mir gedacht, yo, du gehst jetzt aufnehmen, mein Boy, und deswegen kann es noch sein, dass ich ein bisschen müde bin, ne? Ich entschuldige mich bei euch. Sie sind bereit. Summa summarum heißt es, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Plan also nur noch in die Tat umsetzen. Ich verlasse mich auf dich. Ha.
Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die ultimative Waffe in Betrieb nehmen. Ich bin der Überzeugung, dass Auserwählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Wirst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder für immer wegsperren? Es liegt an dir, nutze dein Potenzial. Warum gibt er mir die Möglichkeit, hier die ultimative Waffe wegzusperren? Wir wissen ja, dass beide Knöpfe dasselbe auslösen. Aber wir wissen nicht, ob das auch so gedacht war im Game. Also wir wissen nicht, ob beide Knöpfe... Wissen wir das? Sagt der Junge das noch im Nachhinein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, warum lässt er uns die Wahl? Wenn wir es verhindern könnten und wenn wir es sowieso nicht verhindern könnten, warum gibt es dann fucking zwei Knöpfe? So, das sind alles so Fragen, die ich mir stelle, was, wenn es um Logik in Video, aber... Okay. Oh, ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe dich bereits erwartet. Du musst nur noch ein paar... Ich muss nur noch ein paar Nachforschungen über dich anstellen. Beginnen wir so gleich. Bruder Xeros, mein lieber Glatzkopf. Ich werde dich zerflexen. Los, Angemon! Besiege dieses Ding! Ah, wir haben eine Psy-Cut mittlerweile, ne? Der geht schon. Oh, die Kreuzschere. Und das ist ein High-Crit-Move. Aber zum Glück crittet der Junge nicht. So, critte ich bitte. Ich habe Glückspilz und einen High-Crit-Move. Nope. Kein Crit. Will ich das... Warte mal, das Risiko, wenn er mich jetzt crittet, dann killt er mich, ne? Nochmal so viel Damage und nochmal die Hälfte. Also, wenn er eine gute Roll bekommt, dann killt er mich. Tatsächlich. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Flugattacken würden Lelek bumsen. Schweinerei wird von... Giftattacken werden resistiert. Flugattacken treffen normal, aber ich habe okay Death-Werte. Wie viel Death hat Lapras? Weniger sogar, ja. Und hier habe ich auch keinen... Ja, es spielt keine Rolle. Lamus wird ebenfalls von Kreuzschere geflext. Der ist das Problem. Und Fluette, ne, mit einer Giftattacke, bräh. Stab, Giftattacke auf die physische Death, das wollen wir nicht. Oh, da wäre der Crit gewesen, habt ihr gesehen? Yo, die zweite Kreuzschere hat einfach gekrittet. Das heißt, Absol wäre gestorben. Holy shit, okay. Ich gehe mal für eine Antikraft, weil wir so einen Boost... Boah, der Junge hat Stahlflügel. Dein fucking Ernst, Alter. Okay, krieg ich den Antikraft-Boost, please? Nope. Nope. Ja, Antikraft lasse ich mal drauf, um vielleicht die Pokémon zu finishen. Ne? Pokémon finishen ist immer ganz nice, denn somit hat man die Chance, für das Folge-Pokémon gleich einen Boost zu bekommen. Denn hätte ich einen Boost gehabt, hätte ich Calamanero ziemlich sicher outspeedet und geone-shotet mit einem Erdbeben. Jetzt wiederum muss ich aufpassen, weil der Junge hat auch Psychoschnitt oder Psy-Cut. Er hat auch Nachthieb. Er hat beide Crit-Schnitte und kriegt Stab drauf. Aber Lelek trifft mit seinen Käferattacken vierfach effektiv und resistiert nichts. Warte mal, resistiert Käfer und Licht oder Psycho? Ich glaube nein. Oh, aber Kraftkoloss! Und zwar vierfach. Wir resistieren den Kraftkoloss vier, aber er hat Umkehrung, der Junge. Und kriegt erstmal einen Angriffs- und einen Verteidigungsboost. Aber ich glaube Kreuzschere vierfach effektiv. Stab. Nope. 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 My boy. Tschüssi. Das war's. Mit Calamanero. Sehr schön. Wow, das war gut, ne? Das hätte tricky sein können. Das waren starke Pokémon. Aber wir haben's hinbekommen. Menschenskinder, du bist eine Wucht. So, wie wär's, wenn wir ihn jetzt einfach anstatt irgendeinen scheiß Knopf zu drücken, ihn bedrohen, ne? Also er sagt ja. Unglaublich, einfach nur unglaublich. Du hast dir meine Anerkennung verdient. Summa summarum ist, by the way, mein Lieblingswort. Heißt das, dass ich jetzt etwas Spannendes verrate? Vor 3000 Jahren hat die ultimative Waffe einen furchtbaren Krieg beendet. Wenn wir jetzt ihre schreckliche Kraft einsetzen, können wir Carlos vom Abfall, nämlich den törichten Menschen, befreien. Hinter mir befindet sich ein blauer und ein roter Knopf. Einer davon schaltet die ultimative Waffe ein. Drücke jetzt einen der beiden Knöpfe. Los, tu es!
Wie wär's, wenn ich einfach mein Sichlor nehme und sage, Sichlor, du hast zwei riesige Sicheln als Hände. Wie wär's, wenn du dem Jungen einfach mal ein bisschen ins Bein reinritzt oder in den Oberschenkel schneidest oder vielleicht mal die andere Sichel an den Hals hängst, bis er für mich die Waffe ausschaltet. Ist mir scheißegal, welchen Knopf er drückt. Wer denn den falschen Knopf drückt, pop, tot, tot, tut mir leid. Dann gibt's wohl keine zweite Welt mehr für dich. Du wirst wohl ebenfalls einer sein, der stirbt, eben nicht wegen der Waffe, aber wegen den Sicheln meines Chirox. Aber natürlich erst, nachdem ich dich gefoltert habe. Okay, jetzt wird's ein bisschen... Okay, merkt man, dass ich ein Psychopath bin? Ich meine, ey! Die Welt steht auf dem Spiel. Die Welt, die Pokémon und die Menschheit stehen auf dem Spiel. Da darf man schon mal zu... zu härteren Maßnahmen greifen. Würde es das rechtfertigen? Ich meine, Folter ist ja verboten, ne? Ist ja gegen die Menschenrechte. Aber ich glaube, so eine kleine Folter würde den Jungen vielleicht überzeugen. Okay? Vielleicht reicht die Drohung mit dem Tod. I don't know. Auf jeden Fall, das würde ich machen. Okay? Ich würde den Jungen zwingen, die Scheißmaschine für mich abzuschalten. Anstatt einfach... Okay, nehmen wir den blauen Knopf. Dann passiert nämlich genau das, was jetzt passiert. Du hast es getan! Du hast es wirklich getan! Du hast den blauen Knopf gedrückt, du Opfer! Das war die richtige Wahl, ich gratuliere! Aber die Waffe, ultimative Waffe, aktiviere ich trotzdem! Oh, warte mal! Das war die richtige Wahl? Es gibt wirklich einen falschen Knopf? Aber er aktiviert sie trotzdem, obwohl ich ihn besiegt habe! Goddamn! Die machen einfach, was man will! Die machen einfach mal, was man will. Wenn ich besiegt werde, dann werde ich K.O. ins Pokécenter gebracht und wache da auf und kann nichts mehr machen. Wenn ich den Jungen besiege, dann schaltet er trotzdem noch die ultimative Waffe ein, die ganze Welt vernichtet. Alles klar, Bruder. Seems legit. Doppelstandard, Alter. Der Boss meinte zwar, du dürftest die Waffe tatsächlich stoppen, wenn du richtig wählst. Aber das werde ich nicht zulassen. Deswegen werde ich nun ohne weitere Umschweife zur Tat schreiten und den Knopf drücken. Ha, sieh nur auf den Monitor! Ey, du hast den Knopf gar nicht gedrückt. Du hast den Knopf nicht gedrückt. Hast du noch einen zweiten Geheimknopf, von dem wir alle nichts wissen? Goddammit! Also Flordelis muss definitiv mal ein Mitarbeitergespräch mit dir haben. Wenn er sagt, ich darf die Maschine ausmachen, dann darf ich die fucking Maschine ausmachen. Oh je. Da kommt jetzt ein riesen Dickdreh raus. Stellt euch das mal vor. Das, was jetzt gleich passiert, habe ich immer mega strange gefunden. Die Häuser kippen einfach um. Ne? Die Häuser kippen einfach auf die Seite. Und der Boden ist ebenfalls aus Holz. Also so. Die Häuser sehen aus wie Würfel. Als irgendwie irgendwelche Häuser. Holy shit. Das ist ja mal interessant. Das fällt mir jetzt erst auf. Das fällt mir jetzt erst auf. Wow. Hast du das gesehen? Die ultimative Waffe wurde wiedergeboren. Die giftige Blume steht jetzt in voller Blüte und wird alle außer Team Flair ins Verderben stürzen. Die giftige Blume ist in Chromlexia erblüht. Okay. Calm down, motherfucker. Was ich gerade meinte mit, ist mir erst jetzt aufgefallen, ist, dass diese giftige Blüte, ne, die ja die ultimative Waffe repräsentiert, die Form dieser Waffe, nichts anderes ist als AZ Floets Blume. Denn ein normales Floet hat ja eine normale Blume. Ich weiß nicht, was für eine Blume?
keine Ahnung, wie nennt man die auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung, wie man diese Blumen mit den weißen Blütenblättern und so, ne, wie heißen? Ah, fuck, ich bin so schlecht in Botanik, Alter. What the hell, Alter? Wie hießen diese Blumen noch gleich? I don't know. Auf jeden Fall, da man AZ-Floyd nie im Spiel gesehen hat, also außer in den Cutscenes natürlich, ist mir das tatsächlich noch nicht aufgefallen, dass das offenbar AZ-Floyds Blüte ist. Das ist ja mal interessant. Und der Strahl, der aus dieser ultimativen Waffe kommt, müsste ja dann quasi Lux Calamitatis sein, also der Signature-Move von Floyd, denn das ist ja auch so ein riesen Hyper-Beam-Ultrastrahl, der irgendwie alles vernichtet. Mit einem riesen Rückstoß, der, ne? Es macht Sinn. Also Lux Calamitatis als Attacke ist so ziemlich dasselbe wie die ultimative Waffe, weil sie die stärkste Feenattacke ist im Spiel, mit einem riesen Rückstoß, der sogar den Anwender verletzt. Was ja auch die ultimative Waffe in dem Sinne macht, indem sie die eigene Rasse oder die eigene Spezies, nämlich die Menschheit, auslöscht. Oder die Pokémon. Ist interessant, ne? Interessante... Hab ich nie so darüber nachgedacht. Interesting. Okay. Ja, meine Freunde, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Wir machen heute mal anständige Zeit, ne? 20 Minuten reicht vollkommen aus. Und dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal das Finale von Team Flair machen. Oh, das wird super ekelhaft. Ich sehe jetzt schon das eine oder andere Problem auf uns zufliegen. Kann es nicht ändern. Let's go. Wir sehen uns in der nächsten Folge der MVP Nuzlocke. Haut rein.